Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Yeshua, die Flamme in eurer Innenwelt. Gechannelt durch Pamela Kribbe, übersetzt von Yvonne Moore. Liebe Menschen, ich bin Yeshua, ein Bruder und Gleichgesinnter. Fühlt meine Anwesenheit bei euch. Ich bin kein Fremder. Wir sind tief miteinander verbunden. Die Tatsache, dass ihr einen irdischen Körper bewohnt und ich nicht, bewirkt keinen großen Abstand zwischen uns. Fühlt es einmal in eurem Herzen. Ein Abstand, der zwischen Menschen entsteht, ist vielmehr auf Angst und Misstrauen zurückzuführen, als darauf, ob ihr physisch beieinander anwesend seid oder nicht. Spürt den inneren Bund, den ihr mit dem Christusbewusstsein habt, dem Bewusstsein der Liebe und der Verbundenheit miteinander. Zurzeit werden, während in der Welt wegen des vorhandenen Virus eine sogenannte Krise stattfindet, die Menschen gezwungen, sich physisch in die Isolation zu begeben. Doch das kann die innere Verbindung, die innerlich erlebte Verbindung, gerade stärken. Es gibt Raum für etwas anderes und ist daher nicht allein nur etwas Negatives. Die Menschen lassen sich so sehr von der äußeren Welt in Anspruch nehmen, dass die Innenwelt, die einzigartige Erfahrungswelt in jedem Menschen, viel zu wenig bewohnt wird. Ihr geht so leicht in dieser Welt und all den äußeren Reizen auf, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, in der Innenwelt zu Hause zu sein und zu erleben, und zu fühlen, was es dort alles gibt. Ein Schritt zurück, ein Schritt nach innen, ist oft die Vorbereitung auf etwas Neues, das kommen wird. Dies geschieht nun auf globaler Ebene. Es ist eine Notwendigkeit, doch es geschieht ebenso auch in euren einzelnen Leben. Dass da ein Schritt nach innen gemacht wird, ob nun erzwungen durch eine Krise, eine Situation, die von außen zu kommen scheint oder nicht. Diese Situation erfüllt eine Funktion. Sie ist keine Behinderung, sondern eine Tür, die sich nach innen öffnet. Fühlt für einen Moment eure eigene Innenwelt. Geht nach innen. Stellt euch vor, dass in euch ein lebendiger, transparenter Raum ist. Er zieht sich durch euren ganzen Körper und er ist noch größer als euer Körper. Er ist euer Energiefeld. Er ist wie ein Haus, in dem ihr lebt, nur dass er sich unablässig bewegt. Es gibt darin fließende Ströme, Stimmungen, Schwingungen, die euch umgeben. Er ist euer Haus, euer energetisches Haus. Und euer Körper ist darin enthalten. Tatsächlich ist eure jeweilige energetische Befindlichkeit das Fundament, die Basis. Der Körper reagiert darauf, fließt und bewegt sich darin mit. Er ist in gewisser Weise sekundär. Er folgt den Gesetzen der Energie. Die Materie folgt der Energie. Sinkt mit eurem Bewusstsein in euer eigenes Energiefeld hinein. Geht nach innen.
Verschließt euch einmal gegenüber den vielen äußeren Reizen. Geht mit eurer Aufmerksamkeit nun zu eurer Wirbelsäule, aber beginnt ein Stück darüber, hinter eurem Kopf und noch etwas oberhalb davon. Dort befindet sich eine Art Kanal, der euch mit einer höheren Sphäre verbindet, der Sphäre eurer Seele, eures inneren Wissens, die über Zeit und Raum und das Physische hinausgeht. Werdet euch einfach nur dieses Ortes dort bewusst, der zwar etwas außerhalb eures Körpers liegt, aber eng mit ihm verbunden ist. Dann geht mit eurer Aufmerksamkeit langsam nach unten. Fühlt die Energie hinter eurem Nacken, eurem Hals, zwischen euren Schulterblättern. Streicht sozusagen mit eurer Aufmerksamkeit an eurer Wirbelsäule entlang nach unten. Fühlt den Bereich hinter eurem Magen, auch Sonnengeflecht genannt, hinter eurem unteren Rücken, hinter eurem Steißbein, und spürt diesen Kanal in eurem Energiefeld und wie er ganz bis hinunter in die Erde verläuft. Spürt, dass ihr mit der Erde verbunden seid. Spürt die Kraft der Erde. Ihr seid auf die Erde gekommen, um etwas hierher zu bringen. Ihr fühlt innerlich einen Drang, etwas zu teilen, etwas von euch selbst zu geben oder auszudrücken. Dieser Drang kommt aus eurer Seele. Er gehört zu eurem Wesen. Fühlt einmal ganz intensiv den Kanal, der durch euch hindurch verläuft und durch den ihr Himmel und Erde miteinander verbindet. Ihr seid eine Brücke zwischen den beiden Welten. Fühlt, was ihr zu geben habt. Um dies zu veranschaulichen, stellt euch vor, dass ihr euch auf einer Plattform befindet. Ihr sitzt oder steht auf einer Plattform und fühlt euch ruhig und stark. Ihr habt keine Angst. Ihr seid mit diesem Kanal in euch in Kontakt. Ihr seid verbunden. Ihr seid sicher. Fühlt diese Sicherheit. Ihr seid in eurem eigenen Innenraum und dort seid ihr sicher und fühlt euch wohl. Dann schaut einmal, wer da vor euch sitzt. Es ist ein Raum, eine Art Saal, in dem Menschen sitzen, die euretwegen dorthin gekommen sind. Doch das macht euch nicht bang oder nervös. Nein, ihr fühlt vielmehr, dass es etwas Bedeutungsvolles ist. Ihr seid auch nicht dort, um etwas zu leisten oder anerkannt zu werden. Ihr seid da, um etwas Wesentliches mit ihnen zu teilen. Ihr steht auch nicht höher oder niedriger. Ihr seid dort in eurer natürlichen Rolle oder Funktion. Schaut einmal, was ihr dann tut. Was kommt euch in den Sinn? Was habt ihr dort zu tun oder zu sagen? Vielleicht sind da Menschen, die spontan auf euch zukommen und euch etwas fragen. Was fragen sie euch? Was gebt ihr ihnen? Wenn ihr eurem inneren Impuls folgt, was teilt ihr mit ihnen? Schaut euch vor allem das Gefühl dabei an. Teilt ihr Wissen, Weisheit, Sanftheit, Verständnis oder Ermutigung?
spürt nach, was natürlich aus euch herausströmen will. Fühlt, wie natürlich das für euch ist, so natürlich wie Atmen. Ihr alle seid hier, um etwas von eurer einzigartigen Seelenqualität mit anderen zu teilen. Dies bedeutet, dass ihr euch von anderen abhebt, unterscheidet, dass ihr nicht mehr den gewohnten Pfaden, sondern der Stimme eures Herzens folgt. Dies kann Ängste hervorrufen, aber gleichzeitig ist es so, dass wenn ihr dieser inneren Strömung Gehör gebt, euch das am nahesten zu euch selbst und zu einem Gefühl der Erfüllung und Freude bringt. Die Angst, die ihr hierbei möglicherweise erlebt, ist die Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Sobald ihr beginnt, aus eurer Seele heraus zu leben, beginnt ihr aus einem Fluss heraus zu handeln und zu denken und zu fühlen, der nicht mehr auf den alten kollektiven Denkgewohnheiten und Ängsten basiert. Ihr bringt sozusagen einen neuen Klang ein. Ich rufe euch auf, darauf zu vertrauen. Es besteht Bedarf an einem neuen Klang, einem neuen Ton. Er ist eine Notwendigkeit, denn nur aus dem Kontakt mit der Seele, mit dem inneren Raum heraus, kann sich das Bewusstsein auf der Erde verändern und wachsen. Ich danke euch für eure Anwesenheit hier und jetzt auf der Erde. Ihr seid mutig. Es erfordert Courage, euch von anderen zu unterscheiden und der Stimme eures eigenen Herzens zu folgen. Aber ihr werdet hierin unterstützt, wenn auch nicht durch die kollektive Energie, die an bestimmten Punkten noch in der alten Energie feststeckt, dann sehr wohl aus dem Feld der Leichtigkeit, Helligkeit und Klarheit, das jetzt dabei ist, auf der Erde zu landen. Ihr könnt es das Christusbewusstsein nennen oder einfach Licht, Klarheit, Verbundenheit, Liebe. Dieses Feld ist dabei, auch durch euch Form anzunehmen. Es ist in dieser Zeit eine neue Geburt am Werke. Lasst euch nicht von den negativen Klängen täuschen, die ihr hört. Fühlt die Flamme, die Kerzenflamme des Neuen, und lasst sie in eurem eigenen Herzen brennen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.